Doppelaufgabe. Guten Morgen. Aufgrund von Personalmangel werden Sie auf dem Morgenzug sowohl die Rolle des Zugbegleiters als auch des Bremsers übernehmen. Werde ich auch doppelt bezahlt dafür? Als Zugbegleiter und Bremser gehört es zu Ihren Aufgaben, die Türen des Zuges zu bedienen, die Fahrkarten zu kontrollieren und den Lokführer zu unterstützen, während Sie für die Sicherheit der Fahrgäste sorgen. Sehr gerne. Oh, weiter geht's noch. Zunächst müssen Sie den Lokführer dabei helfen, den Zug in Betrieb zu nehmen. Begeben Sie sich zum hinteren Wagen des Zuges, um loszulegen. Also heute machen wir irgendwie geführt alles. Da kommt wieder meine deutsche Mentalität ans Tageslicht. Erst einmal Freude der guten Laune. Hallo, herzlich willkommen im wunderschönen guten Tag hier zu TSV4, der Long Island Railroad Linie hier mit dem Szenario Doppelaufgabe. Ihr habt es ja gerade schon gehört und aber auch gelesen. Heute haben wir einiges zu tun. Das heißt, wir gehen mal. Ich denke mal, können wir hier wahrscheinlich. Können wir hier rein? Ja, können wir. Der Zug muss aus dem Nebengleis herausgefahren werden, bevor er rückwärts in den Bahnhof einfährt. Verwenden Sie das Schaffner-Signal, um den Lokführer zu signalisieren, dass der Zug losfahren kann. Oh, das ist natürlich sehr cool. Generell. So, also, es war Fenster auf. Aus dem Fenster lehnen. Gut, das sieht gut aus. Alles ist frei. Das heißt, wir können jetzt einfach mal das Signal geben. Kannst du? Kumpel, kann! Oh, zweimal! Ja, du, ich bin neu hier. Ich habe schon Probleme, überhaupt so einen Zug in Betrieb zu setzen. So. Sollen wir dann erstmal hier hinten bleiben? Ach, kommt er heute los. Sehr schön. Ach, ist das süß. Oh, das ist ja schade. Oh, unser Kopf kommt gar nicht raus. Klick ist ein bisschen weird, aber ich dachte, ich kann hier einen schönen Screenshot machen, wie wir hier mit dem Köpfchen rausgucken. Naja. So, dann können wir uns ja währenddessen, das dauert wahrscheinlich jetzt dann ganz kurz ein bisschen, wir sollen hier hinten bleiben, ist klar, prüfen Sie die Schalter. Es wird hier sehr viel kommen. Alter Falter. Das sind aber auch wirklich kleine Mini-Aufgaben. Zum Beispiel lehnen Sie sich aus dem Fenster, überprüfen Sie, ob der Bahnsteig frei ist und so weiter und so fort. Sehr schönes Szenario, hatten wir in der Art auch schon mal gehabt. Was überhaupt nichts Negatives ist, ihr wisst, ich bin immer sehr, sehr kritisch. Und vorweg, Dovetail Games weiß auch, dass ich sehr kritisch bin. Die hat mich nämlich angeschrieben. Die wollten mich oder wollen mich in ein Programm aufnehmen, wo ich dann halt auch solche Add-ons kostenlos bekomme, um euch diese vorzustellen. Ist erstmal voll lieb gemeint. Ich habe denen aber sofort geschrieben, hey Leute, hört zu, ich bin A, sehr kritisch und B, meine Reichweite ist aber auch gar nicht allzu groß. Also erwartet hier sowieso nichts, aber mir war es wichtig gewesen, dass die wissen, dass ich halt kritisch bleibe und ich halt auch so bin. Und falls sie damit ein Problem haben, verstehe ich das vollkommen und dementsprechend wäre ich wahrscheinlich nicht der Idealste dafür. Die haben gesagt, das ist kein Problem. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da wollte ich euch ganz gerne die paar Leute, die mir zugucken, so ein bisschen auf dem Laufenden halten, bevor es vielleicht am Ende heißt, ich werde dafür bezahlt. Bezahlt werde ich dafür nicht. Ich kriege kostenlose Add-ons. Werde aber meine Art und Weise, wenn mir Sachen gefallen, werde ich die nennen. Wenn mir die nicht gefallen, werde ich sie natürlich selbstverständlich auch nennen. Gut, wie gesagt, wir bleiben erstmal hier. Aber süß ist es auf alle Fälle. Ich mag das. Also ich mag das so lieber, auch wenn mir das Szenario mal wieder ein bisschen zu lang geht. So eine Stunde, 10 Minuten gehen. Aber lieber so, als bei 5 bis 6, manchmal auch 7 Szenarien, immer wieder die ein und selbe Linie zu befahren. So ist dann doch wesentlich schöner. Könnten Sie im Übrigen eigentlich fast überall mal so ein bisschen mit reinnehmen, dass Sie so ein bisschen als Zugbegleiter fungieren. Also ich denke mal, so wie es hier ausschaut, der fährt jetzt hier vor und fährt wahrscheinlich jetzt hier wieder rein. Das kann aber noch ewig dauern. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir machen gleich mal einen kleinen Sprung. Wir werden nicht alles mit reinnehmen. Viel zu erzählen gibt es jetzt hier auch nicht. Ich denke mal, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ich gehe jetzt mal davon aus, 5 Minuten. 5 Minuten. Also ich hätte es in 2 Minuten hier geschafft. Ich wäre da rausgedonnert und wieder reingedonnert, dass sich die Balken biegen hier. Aber vernünftige Zugführer, die machen das alles ein bisschen ordentlich. Achso, wir können ja mal nach vorne gehen. Dann davon. Wir können ja mal gucken. Müsste jemand da sein? Ach, geht's auch schneller? Danke. Humba, humba, humba. Humba, humba, humba.
Aber was ich mir ganz kurz, wo wir jetzt gerade beim Thema so ein bisschen sind wegen Dovetail Games und auch TSW, ich habe mir auf alle Fälle überlegt, ich werde mal wieder so ein paar Spinnereien-Videos machen, wieder so ein paar Expresslinien errichten. Das hat mir so am meisten Spaß gemacht. Ja, werden wir auch mal wieder so ein bisschen auf der Konsole wechseln. Ja, ich gehe gleich zurück, ich wollte nur mal gucken. Ist der, oh shit. Ah, warte, okay, wir machen es so, ich habe jetzt alle Türen aufgemacht. Gefühlt. Außer die jetzt hier wieder so zugehen. Wir machen erstmal den Schalter, weil der braucht sowieso jetzt ein bisschen. Prüfen Sie, ob der Schalter gerade eingestellt ist. Achso, verzeiht, wenn ich jetzt hier ja auf Fuß und Yards umgestellt habe, könnten wir jetzt hier selber nochmal deaktivieren. Beim Fahren stört das aber immer so ein bisschen, denn bei der Long Island Railroad ist es so, dass hier das Ganze immer in Meilen angegeben ist vorne beim Zugführer und das ist immer so ein bisschen irreführend, wenn die KMA angezeigt wird, aber du kannst halt nur eine bestimmte Meile fahren an Geschwindigkeit. Hat mich dann persönlich gestört, deswegen habe ich es nochmal rückgängig gemacht. Gut. Das ist dann, wie gesagt, wieder zurück. Boah, wie lang kann ein Zug sein, ey? Ah, da. Da ist das Ende. Oh, da sitzt wirklich jemand. Na, soll ich dir ein Käffchen bringen? Komm, ich bring dir ein Käffchen. Gib mir 5 Minuten, ich bin gleich wieder da, okay? Das ist... Entschuldigung, das ist ziemlich lang. Im Übrigen, mein Name ist Weidemar. Und mir fällt gerade ein, wir sind hier im guten alten New York. You can't understand me well, isn't it? Okay. Das werden die Fahrgäste nachher wahrscheinlich auch miterleben, dass sie mich nicht verstehen können. Also wie gesagt, wir hatten dieses Szenario in der Art und Weise ja schon mal gehabt. Da war es auch der Fall gewesen, dass hätten wir gucken müssten, wenn wir wo eingefahren sind, ob sich noch Fahrgäste bzw. Leute auf dem Bahnsteig befinden, die einsteigen wollen. Sobald dieser frei ist und die ausreichend Abstand zum Zug gelassen haben, geben wir den Schaffner bzw. den Zugführer, wir sind ja der Schaffner, wir geben den Zugführer Bescheid, dass er losfahren kann mit 2-mal Drücken des Signals und gut ist. Und währenddessen kontrollieren wir halt Fahrtickets. Wir können auch welche erwischen, ich weiß gar nicht, wie es da genau ist. Ist halt einfach nur ein lustiges Gimmick. Also ist was Cooles. Wir werden auch gucken, ob wir jetzt die ganze Stunde überhaupt uns antun. Gut. Passt ja auch perfekt. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Bonjour, good morning, yes, yes, bonjour. So, Kollege. My friend, you have, you can meet us, you have 10 meter, 7, 5, 4, 3, 2, 1, best rate, oh shit. Stop. Oh, good, perfect. Gut, der Zug ist jetzt für die Fahrgäste bereit. Vergewissern Sie sich, dass der Bahnsteig frei von Hindernissen ist, bevor die Fahrgasttüren auf dem Bahnsteig öffnen, um den Einsteigevorgang vorzubereiten. So schwer ist es dann auch nicht. Überprüfen Sie, ob der Bahnsteig frei ist. Ja, hab nichts gesehen, aber passt schon. Drücken Sie Türen öffnen, um die Fahrgasttüren zu schließen. Achso, wie, was ist jetzt schon offen? Es ist wichtig, den Bahnsteig vor dem Öffnen, nach dem Schließen der Tür sowie während des Einsteigens zu kontrollieren und sicherzustellen, dass alle Personen sicher ein- und aussteigen können. Ja. Wie lange soll ich denn warten? Warten Sie, bis die Fahrgäste in den Zug einsteigen. Ist die Tür denn offen? Ich habe jetzt irgendwie mal wieder nichts mitbekommen. Ja, Türen sind offen. Oh! Der Zugbegleiter geht vom Bord. Der Zugdienst ist nun zur Abfahrt bereit. Vergewissern Sie sich, dass alle Türen frei sind, bevor Sie sie schließen. Geben Sie dem Lokführer das Zeichen zur Abfahrt, sobald die Türen geschlossen sind. Okay, da gucken wir nochmal raus. Ja, sieht gut aus. Türen schließen. Dann geben wir ihm, glaube ich, 2-mal gleich ein Signal, dass er losfahren kann. So, my friend, it's all okay. Schließen Sie das Fenster? Okay. Gut.
Überprüfen Sie die Fahrkarten der Fahrgäste, die in den Zug eingestiegen sind. Vergleichen Sie das Datum und den Zielort auf der Fahrkarte mit dem heutigen Datum und dem Zielort dieses Dienstes. Okay. Wohin fahren wir denn? Okay, ich darf mich nicht mal hinsetzen. Ich weiß nicht mal, wohin wir fahren. Das ist natürlich... Gut. Oh, wir sind aber nicht eingestiegen. Wo fahren wir lang? Island! Island Park! Okay. Hello, bonjour. Ja, Ticket, please. Oh, nicht. Ach, egal. Oh Gott. Stell dir mal vor, du hast so einen Fahrkartenkontrolleur. Gut, Long Island Railroad, Long Beach, Central Avenue, einfache Fahrt während der Stoßzeit. Das heutige Datum ist der... Ja, okay, nächste Halt ist... Ich sehe schon wieder nicht durch. Ach, das Central. Ich würde mal sagen, ja, hier ist mein Ticket. Perfekt, danke. War gut gewesen, wa? Ich glaube schon. Also der Bahnhof muss mit dabei sein. Höchstwahrscheinlich. Hello, bonjour. Yes, yes, my English is not good. Your Ticket, please. Ah, Datum ist in Ordnung. East Rocky Valley. Ja, ich würde sagen, ist in Ordnung, wa? Perfekt. Ja. Ich denke mal, wird schon hinhauen, sonst würde es keine Punkte dafür geben. Aber ich denke mal, mit der nächsten Kontrolle, da haben wir jemanden, wo es nicht so passt. Datum wäre halb so schlimm, aber ich gehe mal davon aus, wir müssen einfach nur den Haltestellen abgleichen. Ob die mit dabei sind auf der Karte. Hello, good morning, ticket please. Jamaica. Das sieht in Ordnung aus. Ja. Alle perfekto, Matico. Hallo, Ticket. Ja. Central Avenue. Hatten wir ja gerade auch schon gehabt. Das ist perfekt. Hallo. Oh, Entschuldigung. I'm so sorry. Oceanside haben wir auch. Okay. Davon jeden einzelnen Fahrgast kontrollieren, ne? Sippi. Stell dir vor, so Stoßzeiten. Hallo. Hallo. Island Park. Island Park ist der nächste halt. Alles gut, danke. Oh. War auch in Ordnung. Wir hatten mein letztes Mal nicht perfekt gehabt. Hallo. Oh. Eine beautiful Aussicht, kann ich mir jetzt gerade gar nicht angucken. Rosedale ist auch mit dabei. Ah, shit. Ah, I'm so sorry, excuse me. Ah, look at this. Oh, schnell sind wir aber nicht unterwegs, wa? Wir sind aber mit Fahrrad gefahren. You understand? With bike? Drive with a bike? It would be much faster. 25. Rose Day. Also ich denke mal, war in Ordnung, wa? So. Dann gehen wir mal nach hinten. Alter, wir sind aber auch sehr langsam unterwegs. Hätten wir Zeit lassen können. Oh, jetzt geht der Gas. Jetzt besteuere ich da aber. Beauty, jetzt sind wir wieder. Machen Sie mich schon mal bereit. Sie haben keine Erlaubnis zu fahren, aber ich will mich einfach nur hinsetzen. Hier. Oh, aber hier ist in Ordnung, oder? Ja, kann sagen. Darf ich da wohl hinsetzen? Süß. Okay, ich glaube... Ah, andere Seite. Andere Seite. Schon mal bereithalten. Gut, haben wir alles, wir sind an dem Bahnhof angekommen. Merken sich den Ablauf der Türbedienung, da sie danach keine erneute Anweisung mehr erhalten werden. Ja, das heißt im Endeffekt für, ja, ich wollte gerade alleine. Schön, ja, das sieht alles sehr toll aus.
Ah, hier haben wir doch so einen Schalter. Aber ich habe nicht dieses kleine Zeiträdchen, wo steht, ja, wie lange brauchen sie jetzt zum Einsteigen? Eigentlich sollen wir fast eine halbe Minute immer stehen bleiben. Das sieht aber eigentlich... Das ist mal hier weg. Ach Gott, das soll aber auch nicht kurzsichtig sein. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir kriegen trotzdem den Hinweis, dass wir die Türen zumindest schließen sollen. Jetzt nicht wo direkt, aber... Achso. So, und den Signal weitergeben. Und weiter geht's. Au revoir. Have a nice day. Tschüss. Ciao. Ach, schön. Ach, das Wetter gefällt mir aber auch richtig, richtig gut. Gut. Fenster zu. Ja. Da, Fenster schließen. Ja, jetzt will ich die Fahrkarten kontrollieren. Hier, da haben wir, die ist neue junge Dame. Hallö, hallö. Okay, Wally's Dream haben wir. Ja. Nein, ach Mann, das tut mir echt leid, war heute Blick aber auch wirklich auf Belästigung aus. 25. East Out hatten wir schon gehabt, ist dabei. Ey, wir brauchen doch einfach mal jetzt hier jemanden, der kein gültiges Ticket hat. Penn Station. Oh, Penn Station ist glaube ich. Oh, nee, Penn Station ist in Ordnung. So, jetzt, ich sag gestehen, ich habe jetzt gar nicht aufs Datum geachtet. Bei der jungen Dame. Ist mir ein bisschen entfallen. 25. Lucas Männer haben wir dabei. Kann doch nicht sein. Ist, glaube ich, einfach nur Fahrkarten kontrollieren. Oh, hoppla. Einfach nur Fahrkarten kontrollieren. Ah, hier. 25. Valley Stream hatten wir, glaube ich, auch schon gehabt. Valley, ja. In Ordnung. Und der letzte Fahrgast. Lanebrook. Hatten wir auch. Okay. Ich glaube, wir haben alle. Ja. Boah, haben wir aber gerade noch gut geschafft. Also, bei hinten, guck mal, kommt schon der nächste. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Runden. Wir machen, wie gesagt, nicht die kompletten. Könnt ihr euch selber gerne angucken. Ich finde es schön. Macht Spaß. Aber mir, und da sind wir wieder bei einem Thema, wie ich eingangs schon erwähnt habe, ich bin trotzdem ganz gerne kritisch. Ich hoffe, es kommt. Vielleicht ist es auch immer ein bisschen unterschiedlich. Nicht direkt gescriptet oder so. Aber mir kommt bis jetzt niemand, der keine gültige Fahrkarte hat. Ist ein bisschen schade. Klar guckst du trotzdem automatisch darauf, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein bisschen schade. So, sollen wir mal gucken? Ist die richtige Seite? Jo, da ist der Bahnhof. Wir gucken schon mal nicht raus. Eigentlich dürften jetzt keine Hinweise mehr dabei sein. Aber wir gucken mal. Oh, ich guck selber. Naja, ist hier nichts. Okay, also gucken müsste jetzt im Endeffekt nicht. Der kommt da auch niemand, wa? Ich glaube, hinten sind ein, zwei Leute ausgestiegen. Das war es aber auch schon gewesen. Ist die Frage, wann darf ich denn zumachen? Normalerweise haben wir immer so ein kleines Rädchen. Ich war das. Ach, okay. Ey, wir kriegen ja trotzdem den Hinweis. Gut.
ein Fahrgast. Sieht so aus, war nur ein Fahrgast dazu gestiegen. So, er muss schon so ein bisschen rennen. Hey, hey, nix, halt, kommt ja gleich. Ey, schneller. Schneller. Sogar zwei. Okay. Hello. Your ticket, please. Rosedale hatten wir schon gehabt. Wunderbar. Okay, have a nice day. Hello. Datum ist in Ordnung. East Rockaway hatten wir auch gehabt. Oh, doch, noch einer. Okay. Ey, was machen wir denn jetzt aber? Warte mal, ich kann ja mal gucken. Müsste ja rein theoretisch möglich sein. Okay. Müsste ja hoffentlich funktionieren. Ja, funktioniert auch. Okay, wir müssen nicht immer nach hinten rennen. Hätte man mir vorher vielleicht mal sagen können, wenn man mich sowieso gerade hier anlernt, aber ist vollkommen in Ordnung. Immer Türen schließen. Eins, zwei. Kann losgehen. Okay, wir haben neue Fahrgäste bekommen. Mach doch mal kurz einen ganz kleinen Mini-Break, weil ich glaube, wir können ein richtig schönes Thumbnail gleich machen. Gut, die junge Dame hier, 95. Oh, wir haben mal was nicht. Geil. Yeah. Okay, jetzt kommen alle ohne ungültigen Ticket. Auch nicht schlecht. Zwei hintereinander war natürlich doch ein Wunder gewesen. Okay, das geht natürlich auch. Wir müssen mal gucken. Jetzt wird es natürlich alles immer ein bisschen enger und knapper. Das sieht alles gut aus. Was wir natürlich gucken müssen, je weniger Haltestellen natürlich kommen. Penn Stage, oder müsst ihr halt einfach mal gucken. Perfekt. Alle kontrolliert, wunderbar. Nee. Ja, das sieht alles in Ordnung aus. Dementsprechend können wir hier Türen öffnen. Wir gucken mal ganz kurz nach, was wartet jetzt auf uns. Kontrollieren. Okay. Schließen. Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Haltestelle. Dann war es aber auch gewesen, weil ich glaube, ja, wie gesagt, ihr seht es nämlich hier. Es ist immer das gleiche Prinzip. Was überhaupt nichts Negatives ist, wie gesagt, eingangs erwähnt, ich bin kritisch, aber es ist überhaupt nichts Negatives, weil das ist einfach die Aufgabe. Aber ich glaube, wir brauchen uns jetzt hier bei meinem Video jetzt nicht darum, das Ganze die Länge so zu ziehen. Es ist cool gemacht, ich mag solche Art von Szenarien, was komplett anderes. Ich finde es gut, dass wir beides an Tickets haben. Wir haben natürlich sehr viele gütige. Wir müssen mal so ein bisschen drauf achten. Okay, Penn Station ist doch vorhanden. Wir haben auch ungültige Fahrtickets, gerade vom Datum her. Bestimmt sind aber welche dabei von der Bahnstation her. Das kommt bestimmt am Ende, wenn dann nicht mehr so viele, allzu viele Bahnhöfe mit auf der Linie sind. Dass ihr da aufpassen müsst. Das heißt, wenn zum Beispiel Long Island oder wie es da heißt, da schon angegeben worden war, dann kann es nicht mehr auf der Fahrkarte stehen. Dann ist halt einfach in der falschen Richtung die Fahrkarte gezogen. Aber das passt jetzt hier soweit alles gut. Nee, ich finde es auf alle Fälle sehr in Ordnung. Gut, eine Stunde, 10 Minuten muss ich ja selber wissen, ob es eingefällt oder nicht. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel wieder kein gültiges. Aber ansonsten vollkommen in Ordnung. Freunde, denk mal, das war's gewesen. Wir halten noch beim nächsten Bahnhof. Es wird natürlich alles ein bisschen enger. Sobald wir erstmal hier in Fahrt kommen, weil die Stationen sind doch ziemlich knapp beieinander. Ja, nichtsdestotrotz hat es mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Rosedale kommt noch. Und Freunde, wir sehen und hören uns. Ja, wir bringen den Zug jetzt hier noch zum Halten. Nächste Station kommt nämlich da vorne schon. Sollen wir mal gucken. Ach, guck mal, das passt ja richtig gut. Schön. Zum Ende, freie Freunde, sind wir jetzt nochmal richtige Kollegen, aber so richtig. Ich guck raus und gib dir Bescheid.
Keine Fahrgäste. No passenger, I can see. Warum halten wir hier? No passenger. Gut. Okay, ich bin ready. Warte, ich muss erstmal den Knopf treffen. Ich hab ein bisschen getrunken. Zack. Ah, schön. Freut mich. Okay, im Endeffekt könnt ihr auch mit denen natürlich zusammen mitfahren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Bock hättet, wäre auch cool. Ja, eine schöne Überlegung. Ja. Sieht alles frei aus. Die junge Dame ist ausgestiegen. Die will wahrscheinlich nochmal ein Foto machen. Die ist so eine Trainspotterin. You know a Trainspotter? What is a Trainspotter? Yeah, yeah, yeah. It's a hobby. Yes, of course. There are some people who likes trains so much. They take a picture. And yes, it's for his Instagram, your picture, book, album, you know. Very good. And you can drive. Okay. Gut. Freut mich. Freunde, das war's gewesen. Habt einen wunderschönen Mittwochnachmittag, einen wunderschönen Mittwochabend und eine schöne Restwoche. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Ja, und es sieht traumhaft schön aus. Ach, herrlich.